Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem ausgepackt und ausprobiert Video zur Blitzwolf BW KS1 Karaoke Box. Fangen wir an. So, da wären wir jetzt einmal bei der Blitzwolf BW KS1 Karaoke Box. Ja, der Hersteller bewirbt das Ding als Karaoke Box. Meines Erachtens nach ist es ein Lautsprecher mit Karaoke-Funktion, denn da gibt es noch ein paar andere Funktionen und die erzähle ich euch gleich. Ja, wie gesagt, einmal diese Karaoke-Funktion, dadurch, dass da Mikrofon auch noch beigefügt wurde. Und dann kann man halt fröhlich in das Mikrofon quatschen oder singen und dann kommt das halt aus dem Lautsprecher raus. Das Ganze ist akkubetrieben, also unabhängig vom Stromnetz. Dann hat das Teil noch die Funktion, dass man Radio empfängt, also auch abspielen kann, ein ganz normales FM-Radio. Dann hat man noch die Möglichkeit, dass man damit Musiktitel abspielen kann über einen USB-Stick oder Micro-SD-Karten. Das ist auch nicht schlecht. Sprich, man kann das einfach als übergroße Bluetooth-Lautsprecherbox nutzen. Und ja, dann hat das Ding noch die Möglichkeit, dass man eben das Teil als AUX-Ausgabegerät benutzen kann, ne? Sprich als ganz normales kabelgebundene Lautsprecher. Ja, und ich würde das halt heute einmal auspacken. Die ganzen Daten und so weiter erzähle ich euch gleich, ne? Das steht alles in der Anleitung. Ja, und das Ding kommt hier in dieser Verpackung daher. Recht bescheiden gehalten, das Ganze, ne? Also hier, ja, so normaler Karton halt. BWKS1, die Bezeichnung des Produktes, Blitzwolf-Logo, ansonsten nichts. Oben nur ein paar Versanddaten, ansonsten hier nichts. Hier das gleiche wie eben gerade. Und hier auch nochmal nicht wirklich viel Interessantes. Und dann würde ich das Teil einmal auspacken, beziehungsweise geöffnet habe ich es schon. Und ich habe mal geguckt, ob das Ding auch funktioniert. Und ja, soweit funktioniert das natürlich. So, dann einmal das Mikrofon, gucke ich mir gleich mal an. Dann das Gerät selbst. Und was haben wir noch? Bisschen Lesestoff, gucke ich mir auch gleich mal an. So, erstmal das Mikrofon. Ja, und das ist halt ein drahtloses Mikrofon, batteriebetrieben das Ganze. Hier gibt man einmal zwei solche AA-Batterien rein und dann funktioniert das Ganze. Indem man hier einfach diesen Schalter hochdrückt und dann läuft das schon. Ne? Das ist hier alles aus so einem schwarzen, ja, nicht wirklich hochwertigen Plastik, ne, aber ist soweit okay. Das Ganze kostet nebenbei ungefähr 72 Euro bei Banggood. Ne? Also für den Preis ist es, denke ich mal, angemessen. Hier Metall natürlich, dieses Gitter hier, ne, am Mikrofon und ansonsten, wie gesagt, Kunststoff ist okay. Ne? Dann haben wir hier einmal ein bisschen Lesestoff und zwar unter anderem in Englisch, aber auch in Deutsch, also Französisch und in Deutsch. Moment, hier, German. So, ja, und da ist halt die ganze, der Packungsinhalt, Produkteigenschaften und so weiter und so fort. Die ganzen Funktionen, aber das erkläre ich euch gleich. Und dann gibt es hier noch die, Moment, die Daten und zwar hier. So, und da steht hier Power, 20 Watt hat der Lautsprecher. Farbe schwarz, ist klar, Bluetooth 4.0. Bluetooth Range, also die Reichweite 27 bis 33 Feet, Fuß. Ich weiß nicht, wie viel das in Metern ist. Größe 300 x 180 x 334 mm. Das Ganze wiegt 3 Kilo. Dann USB-TF, Audioformate, ne, also was das Ding abspielen kann. MP3, Wave und AAC. Dann Frequenz 30 Hertz bis 20 Kilohertz. Dann Batterie-Ladekapazität 3600 mA. Ich habe das Ganze noch nicht aufgeladen. Dann Mikrofon-Batterie, also wie gesagt, diese zwei AA-Batterien. Dann in der Fernbedienung, hier ist eine Fernbedienung dabei.
AAA-Batterie und ja, Teile, Fernbedienung, Mikrofon, USB, Ladekabel und so weiter und so fort. Hier sieht man noch die Fernbedienung, ne? Ja, ganz normal. So, das einmal zur Seite gelegt. Dann haben wir hier einmal die Blitzwolf Smileys. Dann einmal so eine Trageschlaufe, so ein Trageriemen. Kann man hier an den Seiten befestigen an dem Lautsprecher und dann kann man damit fröhlich durch die Gegend laufen. So, ist von der Qualität her auch okay, denke ich mal. So, dann hier einmal ein Ladekabel. Ich werde den Lautsprecher gleich mit so einer Powerbank betreiben, denn ich habe das Ding noch nicht aufgeladen. Und ja, hier ist halt so ein USB-Eingang. Das Ganze wird über 5 Volt eben betrieben. Also das kann man auch am normalen PC irgendwo anschließen und dann hier so ein Netzkabel, ne? So, und dann haben wir hier noch die Fernbedienung. So. Na. Und ja, hier an Ausschalter, Mode, die ganzen Modi durchschalten, Titel wechseln, Play Pause, Folder, Lautstärke, die Titel auswählen und so weiter und so fort, ne? Ist soweit vollkommen okay, ne? Ja, erfüllt den Zweck. Dann hier einmal der Lautsprecher selbst. Na. Und wirkt soweit vernünftig verarbeitet, wie ich hier auf den ersten Blick sehe. Ist halt so ein schwarzer Kunststoff, ne? Ist jetzt auch, wie gesagt, nicht ganz so hochwertig, würde ich sagen. Aber wie gesagt, 72 Euro, das ist eigentlich nicht ganz so viel für so ein ganzes Gerät. Und ja, macht soweit aber einen vernünftigen Eindruck. Hier dieser Griff, ne, den kann man halt auch noch ein bisschen nach hinten drücken. Hier hat man noch so einen Lautsprechergrill, ne, aus Metall, Blitzwolf-Logo. Hier hat man zwei Lautsprecher, so einen kleinen und so einen größeren. Hier ein Display und ansonsten an den Seiten ist nichts. Hier hinten an Ausschalter, mache ich gleich mal an. Und hier unten dann noch solche Gummifüße, ne, damit das Ding sicher steht. Und hier oben gibt es einmal eben diesen Netzeingang, wo man halt dieses Kabel eben reinstecken kann. Dann Aux-In, sprich als Lautsprecher im Grunde, ne, wenn man den dann irgendwo ansteckt. Dann USB und SD-Karten. Eine SD-Karte hatte ich hier schon reingesteckt zum Demonstrieren der Wiedergabe von Musik. Dann hat man hier eine Mode-Taste, also um die Funktion eben Radio, Mikrofon und so weiter, Bluetooth und so weiter und so fort eben durchzuwechseln. Dann Preview, um ein vorherigen Titel auszuwählen, Play, Pause, nächsten Titel, Rack zum Aufnehmen, ne, des Gesprochenen, Gesungenen oder wie auch immer. Dann Folder, da kann man eben sich durch die ganzen Ordner hier auf den Speicherkarten eben durchhangeln und LED, hier vorne ist noch so eine LED verbaut und da kann man ein bisschen Beleuchtung halt hier aktivieren. Dann hat man hier noch einen Mikrofoneingang, da kann man eben ein kabelgebundenes, etwas besseres Mikrofon eben einstecken, um die Ausgabequalität dann vom Mikrofon ein bisschen zu erhöhen, ne? Dann haben wir, oder Sprachqualität zu erhöhen, dann haben wir hier einmal ein Mikrofon-Volume, also halt die Lautstärke des Mikrofons, das hier angebunden ist, dann zu erhöhen bzw. niedriger zu stellen. Dann gibt es hier solche verschiedenen Effekte. Einmal Echo, ne, da hat man halt so einen Echo-Effekt. Dann den Bass kann man hier erhöhen bzw. niedriger schalten. Treble und dann hier nochmal die Lautstärke von dem Lautsprecher selbst, ne? Ja, und dadurch, dass ich das Ding noch nicht aufgeladen habe, nehme ich einmal das Kabel und stecke es hier an die Powerbank. Und dann schalte ich das Ganze mal ein. So, einmal hier rein. Mit einer Powerbank kann man also offensichtlich auch das Ganze noch von der Laufzeit erhöhen. Die Laufzeit ist wohl oder liegt so bei ungefähr 4 bis 5 Stunden, wenn man auf mittlerer Lautstärke das Ganze betreibt. Wenn man das jetzt auf volle Pulle macht, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt empfehlenswert ist hier, dann liegt das so bei 2 Stunden, habe ich gelesen. Ja, und ich würde das Ding jetzt einmal anmachen.
Ja, hier sieht man schon, dass das Ding lädt. Und jetzt schalte ich das Ding mal an. Und ich glaube, es läuft gleich der erste Titel von der Speicherkarte. Ja. So, ich mache jetzt mal Pause. Ja, und wie gesagt, einmal mit den Mode-Tasten kann man hier einmal sich durchhangeln. Hier steht jetzt gerade Pause, weil ich Pause gedrückt habe. Dann ist hier einmal AUX eben, dass gerade dieser Wiedergabemodus als normaler Lautsprecher eben aktiviert ist. Dann ein weiterer Taster auf oder Druck auf dem Mode-Taster, Bluetooth. Na, wie gesagt, es hat ja hier eine Bluetooth-Verbindung oder Bluetooth-Möglichkeit und da kann man zum Beispiel ein Smartphone damit verbinden und dann hat man halt so einen normalen Lautsprecher über Bluetooth. Ne? Dann drücke ich einmal weiter. Die Radiofunktion, da drücke ich gleich weiter, aus lizenzrechtlichen Gründen kann ich die Radiofunktion hier jetzt nicht zeigen, aber ich schalte hier noch mal kurz auf die Musik. Na. So. Und noch mal. So. Und die Musik läuft jetzt hier schön fröhlich vor sich hin. Gleich probiere ich noch mal diese Mikrofonfunktion. Aber was man hört, die Lautstärke ist vollkommen in Ordnung. Ich drehe da jetzt ein bisschen lauter alles. Ich habe hier eben gerade so ein bisschen mit Bass und Echo rumgespielt und das merkt man auch direkt. Ne? So, mal den nächsten Titel. Ja, also von der Musikwiedergabe ist das schon mal ein richtig guter Eindruck. Da ist der Lautsprecher recht laut, bassstark und passt soweit von der Qualität her. Jetzt würde ich einmal das Mikrofon hier aktivieren. So. Und schalte hier einmal, ich glaube, ja, ich kann während Musik läuft, kann ich reinquatschen, ne? Also tatsächlich dann halt auch für irgendwelche Veranstaltungen kann man so ein Teil benutzen und kann während der Musik eben reinquatschen, mal irgendwas erzählen und so weiter und so fort. So, dann mache ich hier einmal, ich gehe mal auf AUX, glaube ich. Das wäre das Sinnvollste. Ja, AUX ist aktiviert und jetzt drehe ich mal das Mikrofon hier auf laut. Und ich höre mich gerade. Echo ist auch ein bisschen aktiviert. Ja, zumindest ein bisschen. So, dann der Bass. Und ich höre mich recht laut. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier mit meinen zwei Mikrofons demonstrieren soll, aber ich denke mal, das geht soweit. Ja, und genau diese Mikrofonfunktion funktioniert hier recht gut. Und da kann man halt fröhlich rumerzählen, quatschen, ein bisschen was singen und so weiter und so fort. Hier mal die Lautstärke noch ein bisschen erhöht. Nee, Quatsch hier. So. Ja, also als Mikrofon oder Karaoke-Box eben funktioniert das Ding auch ohne Probleme. Und von der Reichweite wurde ja, ich würde mal sagen, so ungefähr 5, 6 bis 10 Metern, je nachdem. Muss ich nochmal gucken, was diese Fußangabe dann eben genau bedeutet. Aber das macht soweit auf den ersten Blick wirklich einen guten Eindruck. Ich mache das Ding jetzt mal aus hier. Ja, also für ungefähr 72 Euro
ist das eigentlich vollkommen okay, wenn man eine Party beschallen möchte, ob mit Musik, ob mit eigenem eingesungenen oder halt auch als normalen Lautsprecher und so weiter oder eben über halt Speicherkarten, ne, wo man dann eben die Musik abspielen lässt, macht das soweit einen vernünftigen Eindruck und ist, glaube ich, die 72 Euro auf wert. Ne? Ja, soweit von mir zu dieser Blitzwolf Karaoke Box. Falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss.